Ja, dann hallo zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Heimspiel gegen Darmstadt 98. Ich begrüße dazu ganz herzlich an meiner Seite die beiden Trainer von Darmstadt 98, Dimitrios Kramotzes, genauso wie unseren Cheftrainer Frank Schmidt. Und dem Gästetrainer gebührt natürlich das erste Wort zum Spiel. Ihr Fazit bitte. Ja, guten Abend erstmal an alle im Saal. Glückwunsch erstmal an den ersten FC Heidenheim und an Frank. Wir sind natürlich heute ergebnistechnisch enttäuscht, ist natürlich ganz klar, weil ich finde, dass wir wieder mal ein gutes Spiel gezeigt haben gegen einen guten Gegner, der letzte Woche gegen Holstein Kiel, denke ich, auch gezeigt hat, was für eine Qualität in der Truppe steckt. Und wir als Gastmannschaft, denke ich, dass wir nach ein paar Minuten das Spiel sehr, sehr gut in den Griff bekommen haben, haben eine gute Ballzirkulation gehabt gegen die Raute des Gegners. Im Mittelfeld haben immer versucht, auch die Seitenwechsel reinzubringen, die uns teilweise richtig gut gelungen sind. Ja, und wie es einfach kommt, ich denke, dass wir viele Torchancen heute auch hatten für ein Auswärtsspiel. Ich denke, das haben wir auch letzte Woche gegen Nürnberg auch gehabt. Im Moment haben wir einfach nicht dieses Spielglück, einfach mal, dass eine dieser Chancen mal reingeht, dass wir in Führung gehen, damit sich die Jungs auch mal belohnen für ihren Aufwand. Aber was ich einfach, das habe ich den Jungs auch gesagt, nach dem Spiel sehr, sehr positiv finde, ist die Art und Weise, wie wir uns präsentieren, wie wir einfach Fußball spielen, wie wir versuchen, einfach Torchancen zu kreieren, und der Weg stimmt. Und wir werden weiter daran arbeiten, dass das auch in Punkte umgemünzt wird. Und von daher gehe ich sehr, sehr positiv heute raus. Natürlich mit einer gewissen Enttäuschung, was das Ergebnis angeht. Aber wir werden jetzt weiter gut trainieren, gut arbeiten und werden uns dann auf das nächste Spiel vorbereiten. Dankeschön. Dankeschön. Frank, dein Fazit bitte. Ja, erstmal danke für die Glückwünsche. Ich habe es ja im Vorfeld gesagt, es wird höchstwahrscheinlich ein ganz anderes Spiel wie gegen Kiel. Ich finde, der Gegner hat uns gut analysiert, hat die Räume eng gemacht, hat uns in der ersten Halbzeit so ein bisschen, glaube ich, überwiegend den Ball überlassen. Wir haben es nicht geschafft, das Spiel dahin zu verlagern, wo wir wollten, nämlich in die Halbräume, um auf die Außen zu kommen. Wir hatten nur in der Anfangsphase ein, zwei Situationen, wo wir uns gut aufdrehen, wo wir ein bisschen Druck auf die Kette gemacht haben. Einmal Pech, als wir den Ball klauen. Tim Kleindienst gegen Pike und er dann nicht mehr richtig zum Abschluss kommt. Ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt die größte Chance. Das hätte uns mit Sicherheit geholfen, da in Führung zu gehen. Aber allein, dass der Tim wieder es geschafft hat, da so aggressiv vorwärts zu verteidigen, dass er zu dieser Chance kommt, zeigt einfach, wie wichtig für uns ist. Im Verlauf des Spiels, glaube ich, ging es hin und her, aber nicht so, dass Chancen auf beiden Seiten im Minutentakt waren, sondern beide Mannschaften haben sich da diesen berühmten Abnutzungskampf ein Stück weit auch geliefert, wollten keine Fehler machen. Darmstadt hat zwei, drei gute Kontermöglichkeiten gehabt, aber ich finde, gerade Kevin Müller in der Situation war immer zur Stelle, hat da alles weggeräumt. In der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen umgestellt, wollten das Spiel dann mehr in die Breite ziehen. Ist uns nur bedingt gelungen, aber am Ende ist es halt das 1-0 und das eine Tor, was so ein Spiel entscheidet. Dann haben wir den Ball erobert am eigenen 16 und dann ging es sehr schnell über Schnatti und Leipertz und dem Kleindienst, glaube ich, noch nach vorne. Der Abschluss, den man eben vom Leipi kennt, am Ende mit dem Außenriss abrutschen lassen ins linke Eck. Das ist wirklich was Besonderes, was er da hat, war auch der Torhüter überrascht. Und am Ende können wir es 2-0 machen, können genauso das 1-1 kriegen. Am Ende Arbeitssieg. Ich glaube, wir haben sehr viel investiert. Das sieht man an den Daten. Fußballerisch haben wir nicht mehr die beste Lösung gefunden. Aber es war auch schwierig heute gegen einen sehr guten Gegner, der sehr gut organisiert war und bei Konter immer gefährlich ist. Das haben wir gewusst im Vorfeld. Und am Ende musst du das Spiel gewinnen. Letztes Jahr war es genau das gleiche Spiel. Da haben wir es 1-0 verloren in der ähnlichen Art und Weise. Heute haben wir es gewonnen und wir müssen auch das im Kontext sehen. Zwei Heimspiele innerhalb von 6 Tagen, 2x0, 6 Punkte geholt. Mehr geht nicht und deswegen Kompliment an meine Mannschaft. Alles Gute, Demi, natürlich auch dir, Darmstadt 98, für die kommenden Aufgaben. Dankeschön. Danke, Frank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Timo Lemmerhirt für die Remszeitung beginnt, bitte. Frank, Marlon Busch ist irgendwie kurz nach Wiederanpfiff raus. Weiß man da schon Näheres, was da passiert ist? Ja, komisch. Ich habe meine Analyse gemacht und da hat er brav zugehört. Und dann bin ich schon wieder raus aus der Kabine und dann kam der Physiotherapeut, er ist verletzt. Da war er erstmal ein bisschen verdutzt. Aber er war sich selber nicht sicher. Der Oberschenkel hat zugemacht. Trotzdem wollten wir es nochmal ganz kurz probieren. Aber er hat schnell signalisiert, geht nichts. Ich hoffe, dass da nichts Größeres ist, dass es wirklich nur eine Kleinigkeit ist und er nächste Woche wieder einsteigen kann. Aber müssen wir abwarten. Sebastian Mühlenhof, Schwäbische Post, bitte. Nicht dabei war Dennis Tomalla. Gab es dann nochmal einen Rückfall jetzt im Training, weil Sie gesagt haben, der fit war, oder hat es einfach aus Leistungsgründen nicht in Kader geschafft? Nee, gab es keinen Rückschlag. Er hat 2 Wochen vor dieser Woche nicht trainiert und am Ende habe ich es ja auch in der Pressekonferenz gesagt, der Konkurrenzkampf ist
seit dem 2. September enorm. Er hat einen Trainingsrückstand, die anderen Stürmer haben gut trainiert. Hat auch nichts mit Leistung zu tun, sondern dem geschuldet, dass er einfach Rückstand gehabt hat aus den 2 Wochen, wo er nicht mit der Mannschaft trainiert hat. Und deswegen waren die anderen Stürmer dabei. Nochmal Timo Lemmerhirt, bitte. Du hast gerade gesagt, das ist das Besondere an Leipi. Also wir haben gerade in der Mixzone mit Leipi gesprochen und es war sehr amüsant, weil er nämlich gesagt hat, das wird vielleicht das Kacktor des Jahres, weil er den eigentlich mit dem Ausriss in die rechte Ecke hauen wollte. Mit Sicherheit wird es nicht das Kacktor des Jahres, weil durch dieses Tor haben wir 1-0 gewonnen. Aber wenn man Leipi nicht kennt, weil das passiert so oft im Training, die gehen nicht immer rein, aus guten Chancen ist er mal in der Lage, wirklich auch nichts zu machen, aber dann aus ganz wenig auch viel. Ich kenne ihn, das ist das Gute. Meistens, wenn er nicht so gut trainiert, dann bringt er gute Leistung. Das ist eine Qualität, die haben vielleicht nicht so viele Spieler. Es ist einer, der wirklich mal auch was komplett Verrücktes macht. Vielleicht so ein bisschen dann auch wie Thomas Müller, der weiß, wo er hin muss und wie er dann abschließen muss. Und ja, 4 Tore jetzt nach 6 Spielen in der 2. Liga ist top und darf ganz so weitermachen und mehrere Kacktore des Jahres schießen. Gibt es sonst noch Fragen? Ja, ganz hinten bitte. Einmal Name und Medium noch dazu. Hallo, Janik Schick, Radio FFH, Herr Kramotzes. Die spielerisch gute Leistung war ja erkennbar und am Ende hat auch wirklich nicht viel gefehlt, Zentimeter irgendwie noch zum Ausgleich. Trotzdem am Ende stehen jetzt die 2 Punkte aus den letzten 5 Spielen. Wie ernst sehen Sie oder wie ernst nehmen Sie das? Natürlich wissen wir, dass wir die Punkteausbeute nicht so haben, wie wir sie gerne haben möchten, aber die Punkte sind nicht ja, der ausschlaggebende Punkt im Moment. Ich denke, wichtig ist, wie wir uns präsentieren als Mannschaft und wir hätten heute genauso als Sieger vom Platz gehen können. Ich denke, das hat, glaube ich, jeder hier im Stadion gesehen. Wir müssen einfach weiter arbeiten, wir müssen das Positive weiter versuchen zu verstärken. Natürlich auch die Art und Weise, wie wir dann vielleicht auch dem Gegner Torchancen zulassen, noch besser zu verteidigen, damit wir dann auch diese Dominanz auch im Ballbesitz, vor allen Dingen dann im letzten Drittel auch der 2. Halbzeit, wo wir, denke ich, auch viele Torchancen kreiert haben, dass wir dann auch mal zum Tor vollkommen. Aber ich mache mich jetzt nicht verrückt, weil die Art und Weise, wie die Jungs sich präsentieren, stimmt und wir werden weiter diesen Weg gehen. Sonst keine weiteren Fragen mehr. Dann vielen Dank fürs Kommen und bis zum nächsten Mal. Ciao.